Im Folgenden möchte ich gerne zeigen, wie Blind Square sowohl Outdoor, also außen, als auch innen bei der Indoor-Navigation helfen kann und wie diese beiden Systeme nahtlos ineinander greifen. Ich bin hier an der Bushaltestelle beim BFW Würzburg und werde zum BFW gehen, wo ein Indoor-System installiert wurde, das wir dann gleich sehen werden. 20 Meter Friedenstraße, Jahnstraße und Sonnenstraße. Bushaltestelle Paar Sonnenstraße. Ungefähr 6 Meter. Und an dieser Stelle ist jetzt schon fast der erste Beacon installiert. Und das bedeutet, dass wir nun in das Indoor-System übergehen. Das heißt, wir bekommen eine Wegbeschreibung zu hören und danach einen kurzen Ton. Und wenn man den hört, kann man das iPhone schütteln und bekommt dann noch eine ausführlichere Beschreibung. Die kann man also auch nur dann anfragen, wenn man sie wirklich braucht. Haupteingang BFW Würzburg. Geradeaus, herzlich willkommen im BFW Würzburg. Auf 11 Uhr befindet sich das Wohngebäude mit Casino, Küche und dem Empfang, auf 1 Uhr das Qualifizierungsgebäude und auf 3 Uhr befindet sich die gewerblich-technische Qualifizierung. Wegbeschreibung zum Empfang: Gehen Sie etwa 40 Meter bergab, dann folgen Sie dem Weg nach links am Casino entlang, kurz vor dem Eingang geht es wenige Meter nach rechts. Das Indoor-System von Blind Square unterstützt richtungsabhängige Ansagen. Wenn ich das Gebäude jetzt betrete, bekomme ich Informationen über das, was vor mir ist, also das Innere des Gebäudes. Und wenn ich das Gebäude wieder verlasse, dann bekomme ich Informationen auch über das, was vor mir ist, aber dann eben, was außerhalb des Gebäudes liegt. Die Richtung wird über den Kompass des iPhones erkannt. Eingangsbereich Wohngebäude. Geradeaus. Herzlich willkommen im BFW Würzburg. Sie betreten das Gebäude in südlicher Richtung. Guten Tag. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche das Büro vom Herrn Karpstein. Sie gehen gerade aus der Tür raus, nach rechts, dann geradeaus am Speisesaal entlang, bis Sie zum Haupteingang vom Qualifizierungsgebäude kommen. Der Herr Karpstein befindet sich im ersten Stock und nähere Informationen erhalten Sie über das akustische Leitsystem. Ah, vielen Dank. Bitte schön. Geradeaus. Eingang vorbereitende Maßnahmen. Auf der rechten Seite befinden sich die Stempeluhr und der QR-Code für den Speiseplan. Nach wenigen Metern rechts gelangen Sie durch eine Glastüre in einen Flur mit Ergotherapie und Kursräumen. Nach links geht es zu den Toiletten, geradeaus zum Aufzug und Treppenhaus, die mit einem Nobenboden gekennzeichnet sind. Daran vorbei kommen Sie zum Anwender-Helpcenter. Osttreppenhaus mit Aufzug, Ebene 0. Sie befinden sich auf Ebene 0. Dieses Treppenhaus verbindet die Ebene 9 Tiefgarage mit der Ebene 2 Leitung und Teams der Qualifizierung. Auf Ebene 1 befinden sich die Kursräume der vorbereitenden Maßnahmen. Warnung: Im Gegensatz zum Wohngebäude verlaufen die Treppen quer zur Eingangstür. Das Besondere in diesem Treppenhaus ist, dass die Beacons in Osram-LED-Leuchtstoffröhren verbaut sind. Das heißt, eine kontinuierliche Stromversorgung ist sichergestellt und man kann eben Beacons ganz verschieden einbauen, hier eben in die Lampen. Osttreppenhaus mit Aufzug, Ebene 1. Vom Treppenhaus aus nach links führt ein Verbindungsgang zu den Hauptmaßnahmen mit Aufenthaltsraum, Kaffee- und Getränkeautomaten. Nach rechts finden Sie die vorbereitenden Maßnahmen mit der blinden technischen Grundrehabilitation und dem Grundkurs physikalische Therapie. Außerdem hat hier der Rehabberater Herr Karpstein sein Büro in Zimmer 1714. Das Besondere hier im BFW ist, dass viele Türen mit QR-Codes ausgestattet sind.
Auf manche dieser QR-Codes wird innerhalb des Indoor-Orientierungssystems hingewiesen, auf diesen hier allerdings nicht. Ich weiß allerdings, dass die QR-Codes sich immer auf der Seite der Tür befinden, wo die Türklinke ist, also in diesem Fall links und immer rechts am Türschild. Und Blind Square hat einen QR-Code-Leser integriert und so können die Punktschriftschilder noch ergänzt werden, denn auf einem QR-Code kann man sehr viel mehr Informationen unterbringen als auf einem Punktschriftschild. Werkzeuge, Taste, Werkhinweis, Aktion wählen, QR-Code-Leser, Taste, QR-Code-Leser. Raum 1714. Zurück, Taste. Raum 1714. Überschrift. Ebene 1, Bereich 7, Raum Nummer 1714. Reha- und Integrationsmanagement-Beratung Dirk Karpstein. Telefon 854 dirkkarpstein@bfwwürzburg.de. Bürozeiten mit guter Erreichbarkeit. Montag, 9 Uhr, 10 Uhr.